Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunstklick. Mein Name ist Jakob und heute geht es um ein Kunstwerk mit dem Titel Kleiner Urwald. Und wenn ich das höre, denke ich an sowas. Dichter Dschungel, sattes Grün, pure Natur. Aber das Kunstwerk mit dem Titel Kleiner Urwald sieht so aus. Also das ist ziemlich das Gegenteil von einem klassischen Urwald. Eher ein Metallwald. Tatsächlich sind das Edelstahlplatten und darauf ist ein Aluminiumgitter angebracht. Allerdings ist es nicht einfach normale Alufolie. Nein, schaut euch dieses Gitter mal genau an. Seht ihr diese feine Struktur? Das sieht aus wie, genau, Bienenwaben. Lecker. Das ist ein ganz besonderes Material. Das wird nämlich eingesetzt für Flugzeuge und in der Raumfahrt. Aber man kann eben auch Kunst damit machen. Wobei das da ein bisschen ungewöhnliches Material ist, aber es passt zum Künstler, denn Heinz Mack geht gerne ungewöhnliche Wege und er probiert einfach viel aus. Er hat sogar schon Kunst gemacht in der Wüste und in der Arktis. Oh, es ist kalt. Oh. 1966 hat Heinz Mack das Werk Kleiner Urwald gemacht. Wobei klein, also das ist immerhin 2 mal 3 Meter groß und ungefähr 100 Kilo schwer. Heinz Mack hat in seiner Kunst viel mit Licht experimentiert. Das hat er vor allem mit glänzenden Oberflächen und Spiegelungen geschafft. Und auch hier könnt ihr euch selbst in seiner Kunst sehen. Super praktisch, um sich im Museum die Haare zu richten. Apropos Museum, der kleine Urwald gehört dem Kunstpalast in Düsseldorf. Und es gibt eine schöne Geschichte, wie das dahin kam. 2018 gab es nämlich eine große Versteigerung. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der Unternehmer Fritz Bargell hat das Kunstwerk für über 1 Million Euro gekauft und ein Jahr später dem Kunstpalast geschenkt. Wenn ihr den kleinen Urwald übrigens mal im Original sehen wollt, aktuell läuft im Kunstpalast eine Ausstellung über Heinz Mack. Und wenn das Museum wegen Corona gerade leider nicht öffnen kann, dann findet ihr alle Infos auf der Homepage vom Kunstpalast. Oh. In egal welcher Form, auf jeden Fall ist der kleine Urwald wirklich sehr sehenswert. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in einem Monat wieder zu einer neuen Folge von Kunstklick. Bis dann, ciao.